So, ein wunderschönen. Ja, Folgendes. Es hat sich einiges getan in der Zeit. Das Forum von MyTest war offline. Und zwar richtig. Und zwar vom 1. Mai bis zum 3. Mai. Am 1. Mai gab es irgendwie einen Crash. Also am Morgen des 1. Mai gab es irgendwie einen Crash in der Nacht da. Das Forum wurde jetzt wieder hergestellt auch mittlerweile. Wie gesagt, ist wieder online. Allerdings war der Server-Crash wohl so immens, dass auch Datensätze beschädigt wurden. Sprich also, die gesamte Datenbank des Forums war tot. Oder ist tot. Dementsprechend muss es wieder hergestellt werden aus einem alten Backup. Das Problem war dabei, die machen ihre Backups nicht so häufig wie ich. Also die externen Backups. Was daraus resultiert, dass der letzte Datensatz, der gefunden wurde, der komplett war, vom 13. März war. Heißt also, die gesamten Forenaktivitäten vom 13. März bis zum 1. Mai futsch, komplett futsch. Aufgrund dessen natürlich auch meine Beiträge im Forum futsch. Können wir mal zu 3 schauen. So, wir sind bei Server. Das ist mein Alter. Und das ist mein Alter. Ja, wieder auf dem Stand, wie gesagt, vom März. Alles wieder zurückgesetzt. Dementsprechend, weil ich natürlich keinen Bock hatte, hier alles manuell wieder nachzutragen, habe ich gesagt, gut, die beiden Foren-Threads, die schließe ich komplett. Ja, Archiv. Quasi einmal für die Dunkelkammer. Und ich habe komplett 2 neue erstellt. Das sind dann die Leute hier. Richtig schön jetzt wieder, so wie ich es gemacht hatte, mit Bild und den neuen Richtlinien, die man hier sieht. Ja, um auch mit dem Backup hinweisen. Wie gesagt, so wie es davor auch war, nur ist es ja verloren gegangen alles. Und dann hat sich noch was getan, und zwar habe ich bei mir einen neuen Server aufgesetzt. Ich hatte ja früher den Vanilla-Server, den Mindclone-Server, wovon ich ja auch die Let's Plays immer am Wochenende raushaue. Und dann hatte ich noch einen Underground-Server, der praktisch genauso ist wie der Vanilla-Server mit MyTest, nur halt nicht an der Oberfläche, sondern tief im Boden, in einer großen Höhle. Und dann gab es noch den Mindclone-Night-Server, der wieder genauso war wie der Mindclone-Server, nur halt, dass es nicht immer 12 Uhr war, sondern immer 0 Uhr war. Heißt also für dunkel, alles, ja, Nacht. Der ist aber aufgrund von Inaktivität, weil da drauf keiner war, rausgeflogen. Das lag ganz einfach daran, bei Mindclone kommen halt, wenn es dunkel ist, sehr viele Monster. Und natürlich, wenn ein neuer Spieler in das Spiel reinkommt und gleich von Monstern angegriffen wird, klar, Feierabend. Dementsprechend hat da auch Kombi mal was gemacht, und deswegen habe ich jetzt den Server auch eingestampft. Und an der Stelle ist es ein neuer Server. Und zwar ein, ich muss mal gucken, wie das geschrieben wird. Wie das ausgesprochen wird. Carpetain. Mal gucken, was Google dazu sagt. Translate. Carpathian. Okay, ich bin bei meinem Carpathian. Das vergoogelt mir noch Bescheid. Ja, also wie gesagt, das ist ein Map-Gen, der kam bei MyTest Version 5 dazu. Und der soll jetzt praktisch, so habe ich wie gesagt auch meinen Server genannt, weil der Server ist genauso wie mein Vanilla-Server, nur halt, dass er jetzt diesen Carpathian Map-Gen benutzt. Und der soll wohl, was die Gebirgszüge und so angeht, realistischer sein. Heißt also, er hat wesentlich weitere Ebenen und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden das jetzt auch spielen, innerhalb der Woche jetzt, von Montag bis Freitag, wieder als Special quasi. Ja, Doom-Aufnahmen brauche ich jetzt sowieso nicht machen, weil ich warte irgendwie gerade intern auf Sigil, und Sigil ist leider noch nicht draußen, das kommt hoffentlich jetzt die Woche denn. Dementsprechend, wie gesagt, jetzt Carpathian ist ein neues Dingsterbumster, neuer Map-Gen, der ab MyTest Version 5 dazu kam. Und wie gesagt, habe ich jetzt auch einen Server aufgemacht.
Und starten wir einfach mal ganz kurz, bevor ich mir noch ein Bart brabbel. Jetzt muss ich überlegen. Das da, genau. So. Das ist wie gesagt hier German. Na, mein Minecraft-Server und mein Vanilla-Server, die auf die ich bisher meine klassischen Let's Plays hatte. Und dann gab es wie gesagt mein Clone 2 Night-Server von mir. Der ist jetzt weg. Dafür ist wie gesagt der Carpenter-Server da. Und auf den spielen wir jetzt. Natürlich nicht so, sondern ich spiele ja hier bei mir lokal. Heißt also, ich rufe das hier auf und mache manuell 1 und 0 ran. So, auch wieder mit einem Onyx-Konto. Ah, drei. So. Genau. Also, hier sieht man schon, wir starten in den Dschungel. Und ja, ich habe jetzt bei dem Konto keine Rechte, weil es ja mein Let's Play-Konto ist. Aber wie gesagt, man sieht auch schon, die Map, so wie sie aufgebaut ist, sieht etwas anders aus, als man es von dem V7 Map-Gen kennt. Das, wie gesagt, liegt daran, dass Carpathian halt neuer Map-Gen ist und der soll, wie gesagt, so ebene Lande soll er ermöglichen, also praktisch, dass man über weite Flur flache Flächen hat. Denn sollen auch die Berge jetzt ganz anders aussehen, dass sie praktisch nicht mehr so abstrakt aussehen wie bei dem Original Map-Gen V7, sondern halt ein bisschen natürlicher aussehen. Die sehen dabei sehr gebügelt aus, also praktisch abgerundet. Ja. In welche Richtung gehen wir jetzt eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal irgendwo hin. Die erste Folge wird eher so eine Quatschfolge sein. Und wir müssen auch gucken, ich habe nur 20 Äpfel. Ich habe nämlich auf dem Mindtest-Server, also auf dem Vanilla-Server und auf dem Server jetzt hier, habe ich das Standard-Inf ein bisschen abgespeckt. Man hat ja normalerweise hier sein gesamtes Inventar halb voll, wenn man hier in meinen Servern gestartet hat. Und das ist einfach zu abstrakt, das ist einfach zu heftig. Und dementsprechend habe ich jetzt das ein bisschen ausgeschlackt. Jetzt hat man nur noch ein paar Werkzeuge, kein Schwert mehr. Ein paar Fackeln, ein bisschen Erde und ein paar Äpfel, für den Fall, dass man so wie hier nicht gleich direkt an einer Nahrungsquelle spawnt. Dementsprechend, wir wollen mal ganz kurz gucken, sind wir schon außerhalb. Oh ja, wir sind schon außerhalb meines Bereichs. Wollte gerade sagen, bei Area ist normalerweise der Spawn ist ja geschützt. Oh, das ist super. Genau, hier, siehst du, Area Spawn Point. Habe ich auch wieder geschützt, ganz klar. Heißt also, man kann auch am Anfang, muss man sowieso erstmal immer ein Stück laufen. Mache ich ganz einfach deswegen, damit halt der Spawn Point nicht zerpflückt wird. Kennt man ja. So. Gott, ganz schön waldig hier. Ist ja. Schlimm. Ah, ich glaube, wir sind genau in die falsche Richtung gestartet. Überall nur Dschungel. Der Carpathian Map-Gen hat auch viele neue Biome. Also, Biome nicht, aber die Biome sehen hier anders aus. Zum Beispiel gibt es jetzt auch richtige Sumpfbiome und sowas. Das finde ich ultra nice von Optik her. So, und hier sieht man schon Teiche und so. Das ist so eins der Hauptaugenmerke. Yay, Äpfel! Wie gesagt, die Welt sieht halt wesentlich natürlicher aus jetzt. Weil das, was viele an MyTest bemängelt haben, ich auch, ist halt, MyTest ist halt an sich gut zum Spielen, klar, kein Problem. Aber die Map sieht halt in vielen Punkten unnatürlich aus, und zwar extrem unnatürlich. Ich meine, fliegende Berge gibt es hier auch. davor ist leider kein Map-Gen gefeilt, wobei das ja bei dem V7 eher als Feature angesehen wird. Aber auch bei dem hier gibt es noch diese vielen Berge. Ja. Aber wie gesagt, gerade was ich persönlich mag, sind halt diese riesigen, langen Bereiche, wo die Welt einfach eben ist. Also nahezu eben. Oh, Kohle. Brauchen wir definitiv.
Und dementsprechend habe ich mich halt so ein bisschen in diesen Carpenter Map Gen verliebt und nutze jetzt, wenn ich privat Singleplayer Maps erstelle, nutze ich auch nur noch den Carpenter Map Gen. Der hat ein paar Eigenarten. Und zwar ressourcentechnisch ist der ein bisschen unfairer. Halt, also man findet am Anfang nahezu kein Eisen. Da kannst du dich tot suchen, um wirklich Eisen zu finden, musst du sehr tief graben. Ja. Aber wie gesagt, dafür ist der Map-Chat von der Optik her ultra geil. Und dementsprechend mache ich jetzt hier auch dieses kleine Special-Let's Play. Und ganz ehrlich, jetzt ist es erstmal nur so als Special-Let's Play angedacht. Aber wenn ihr das findet und wenn ich mich hier noch weiter drinne verliebe, dann könnte ich es auch in Betracht ziehen, das Vanilla-Let's Play praktisch sausen zu lassen und dafür dieses Carpeten-Let's Play als reguläres Let's Play aufzunehmen. Muss ich aber noch überlegen, also jetzt erstmal ist das nicht in Gedanken. Jetzt schlage ich hier die ganze Zeit die ganzen Äpfel ab. Na gut, wachsen ja eh neu. Äpfel wachsen ja zum Glück nach. Was ich ultra geil finde. Was wir aber mal machen könnten, ist, wir könnten uns auch mal ein paar Bäume fällen. Und nicht aber nur die Äpfel klauen, weil wir haben gar kein Holz. Ich bin schon wieder Förster. Bam. So. Ach, die Bäume hier. Die sehen gut aus. Die schlage ich mal ab. Ja, Awards gibt es jetzt auch bei meinen Vanilla-Servern. Das wollte ich ja noch sagen. Genau. Eben. Gab es noch ein paar neue Infos. Also, ich habe ein paar neue Sachen hinzugefügt. Zum einen, was ihr gerade gesehen habt, es gibt es jetzt auch bei meinen, also bei dem Vanilla-Server und jetzt auch bei dem Server hier natürlich dann auch. Awards, und zwar eine ganze Menge, hatte ich ja schon bei dem Minecraft Let's Play gesagt, dass es hier eine riesige Liste gibt, sogar geheime. Man weiß nicht, was es ist. Ja, und das erste Award haben wir sogar schon geschafft. Baue 6 Holzblöcke ab. Das ist Holzfäller? Ach, 36. Jo. Da gibt es, wie gesagt, so verschiedene Awards. Finde ich ganz geil. Und was ich auch geil finde, also was ich hinzugefügt habe, weil ich das geil finde, so rum, Kisten. Kann man jetzt, wenn man Kisten baut, dann kann man, wenn man eine Kiste hinstellt, also ich mache es jetzt mal mit dem Sand, mit den Sandblöcken, wenn man eine Kiste hinstellt und dann noch eine Kiste, dann sind das beides ganz normale Kisten. Aber wenn man eine Kiste hinstellt und bei der anderen dann mit der Shift-Taste, also je nach der Tastenbelegung, die Taste mit der man schleicht, da dann einen Block ransetzt, dann wird das zu einer großen Kiste. Genauso wie man das von meinen Clone kennt, nur halt ist es hier halt manuell. Heißt also, es wird nicht automatisch eine große Kiste und man kann es nicht verhindern, sondern man kann es hier bewusst so machen, wie man es braucht. Was ich persönlich sogar noch besser finde als die Lösung in meinen Clone, dass es automatisch immer Doppelkisten wären, weil ich meine, meistens will man das haben als große Kisten, ja, macht schon Sinn, aber es gibt halt auch Momente, wo man das lieber als einzelne Kisten haben möchte, um es besser getrennt zu haben oder was auch immer, also einfach für Ordnung. Und wie gesagt, da ist dann das Problem bei meinem Klon, das geht halt nicht. Also es geht schon, aber nur über ganz fiese Tricks, die, naja, gerne mal lange brauchen. Und dementsprechend, ja, finde ich das hier ganz nice, ist Large Chest Mod. Und wie gesagt, die habe ich hinzugefügt, genauso wie die Award Mod. Und was ich auch noch hinzugefügt habe, wovon wir vielleicht auch gleich mal Gebrauch machen, da ist ein Tier gestorben. Wow. Es gibt jetzt auch eine Mod als Add-on zu dem 3D-Armor. Und zwar fügt die weitere Rüstungen hinzu. Man hat ja hier einmal diese Standardrüstungen, da hat man hier klassisch Holz, die Sachen, die man kennt, ne? Und jetzt gibt es aber ganz hinten auch noch ein paar zusätzliche Sachen. Zum einen für Mese, dann halt Kupfer und Bronze. Ne, das ist Leder, das ist Kupfer. Genau, Bronze gab es ja schon vorher, das war ja das hier. So, wie jetzt gesagt, kam auch noch Kupfer mit dazu.
Wie gesagt, Mese und Goldketten. Also hier diese Goldgitter, whatever. Praktisch wie so ein, ja, kennt man es vielleicht so aus dem Mittelalter, dass man nicht eine Vollrüstung hatte aus Vollmetall, sondern dass die Rüstungen quasi aus so kleinen Kettengliedern bestand. So, ich glaube, ich habe den Baum da hinten doch gar nicht richtig gefällt. Kann das sein? Nee, habe ich noch nicht. Ich renne nicht schon wieder so viel rum. So. Ich hätte nämlich gerne ein paar Saplings von den Bäumen, damit ich mir die auch privat anpflanzen... Quatsch. Damit ich mir die auch privat anpflanzen kann. Das wäre ganz nice. Aha. Da ist der erste. Sehr schön. Danke. Danke. Danke, 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 danke. Digga, die droppen aber ganz schön viele Saplings. War das schon immer so? Da ist ja noch einer. Ich meine, gut, das waren jetzt drei Bäume, ja, aber trotzdem. Ich meine, das waren jetzt 14 Saplings von drei Bäumen. Das ist nicht gerade die feine Art, meine lieben Herren. So, habe ich hier noch ein paar Äpfel. Nahrung kann man hier echt nicht genug haben, also kann man allgemein nicht genug haben. Gerade am Anfang, wenn man spawnt, dann... Ich habe, wie gesagt, absichtlich ein bisschen runtergestellt, dass man halt nur 10 Äpfel am Anfang hat, oder 20, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja. Damit man sich da gleich mal ein bisschen auf Nahrungssuche begeht. Was wir auch machen können, ist am Anfang gleich mal hier ein bisschen Gras pflücken. Wow, Präfekturerkunder. Willkommen in der Präfektur Japan. Klar, weil Japan auch eine Präfektur ist. Willkommen in der Präfektur Okinawa. Ihre Bestellung bitte. Ja, einmal Haus am See bitte mit extra großem Parkplatz. Und dann einmal zum Mitnehmen bitte. Geiles Yachtboot bitte. Mit die Prinzessin an Bord. So, haben wir schon ein paar Samen bekommen. Wow, eins. Gut, dann will ich mal die Umwelt nicht weiter verschachteln hier und pflanze mal selber ein bisschen an. Wie viel haben wir bekommen? 6. Naja, egal, reicht erstmal. Oh, Alter. Also ich weiß nicht, dieser Apfelwachstum, das Apfel nachwachsen, ist glaube ich neu. Ich weiß nicht, ab welcher Mindset-Version das hinzukam, aber glaube auch erst ab der 5er-Version jetzt. Bei der 0417er-Version war das glaube ich noch nicht mit bei. Aber ich finde es teilweise echt zu viel, wenn man hier in so einem Bereich steht und hier einfach ein bisschen bleibt. Dann hat man irgendwann nur noch überall Äpfel. Das ist sowas von heftig. Meine Sichtweite ist ganz schön hoch. Ich hab hier noch. Ich hab Fock aus. Deswegen sah das so weit aus. Aber eben, normalerweise wäre das nämlich da hinten alles schon im Nebel. Na gut. Warum habe ich meinen. Ach ja, wegen dem Projekt Hirn frei. Da war ja so ein bisschen problematisch, ne? Kennt man ja. So, wir gehen mal weiter. Wir suchen uns mal eine schöne Fläche, eine schöne Ebene, wo wir hausen können. Des Weiteren suchen wir mal noch irgendwie so alleinstehende Bäume, damit wir die abhacken können. Weil das Problem ist, wenn man so hier in so einen Baum abhackt jetzt, dann bleiben die Blätter immer noch da, weil die Nachbarbäume ja auch noch da sind. Und Blätter verschwinden ja erst, wenn in der Nähe kein Holz mehr ist. Holzfäller Version 2. Yay! I'm a fucking genius. Ein Hase. Oh mein Gott, ich werde dich töten. Oh, ich habe ihn wirklich getötet. Mit einem Schlag? Gott, halten die wenig aus. Also ich habe Zombies gesehen, denen steckten fünf Äxte im Schädel. Und die sind da rumgelaufen. Diese Karnickel halten echt nichts mehr aus heutzutage. Früher war alles besser. So. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung wir gehen. Das Problem ist an meinem Server, man kann sich auch nicht an der Sonne orientieren, weil die Sonne immer genau über einem steht. Dementsprechend müssen wir uns an der Bewegung der Wolken orientieren.
Die Wolken gehen nach hinten. Heißt also, wir müssen immer so laufen, dass die Wolken nach hinten gehen. Und ja, ich werde nicht F5 drücken. Leckt mich. Es soll ja, wie gesagt, natürlich sein. Und im reellen Leben kann man sich auch nur an Sachen orientieren, die in der Umgebung sind. Wie zum Beispiel Sonne oder Wolken. Wobei Wolkenorientierung nur dann geht, wenn sich der Wind nicht dreht. Siehst du, ich weiß gar nicht. Gibt es so viel Check überhaupt in meinem Test, dass die Windrichtung sich auch ab... Also die Windrichtung sich auch ab und zu verändert? Also einfach mal die Wolken ihre Richtung ändern? Glaube ich nicht, weil die Wolken kommen eigentlich immer aus Norden. Heißt also, da ist immer Norden. Weil die Wolken haben auch einfach nur eine Positionsangabe. Ich setze mich da in XY und der X-Wert wird halt immer weiter erhöht. Und programmiertechnisch heißt, wenn sich der X-Wert erhöht, schiebt sich das Ding in Richtung in Richtung Süden. Heißt also, sie kommt von Norden, also müsste, weil, wenn man jetzt die Wolken betrachtet, aha, gehen sie in die Richtung. Heißt also, da ist Norden. Weil da ist X klein und da ist X groß. Und wenn die Wolken ihren X-Wert erhöhen, dann bewegen sie sich in die Richtung, wo der X-Wert größer wird. Ganz einfache Programmierung. Hätten die auch wenigstens ein bisschen abstrahieren können. Also wenn ich so ein Spieler finde, ne, ich gehe gleich in die Vollen, ja, und sage, X-Wert erhöhen um 3,5 und Y-Wert senken um 7,8. Ja, da hat man eine gewisse Abstraktion drin. Ja, komm, hier, Sand kann nicht schaden. Hab mich gerade so angelächelt. Ja, und hier siehst du, diese riesigen Flachlandschaften. Das ist halt das, was ich an diesem Carpet-Map-Gen so ultra geil finde. Das ist halt, wie gesagt, so typisch. Weil bei meinem Test, da gibt es halt zwar auch so eine extrem flachen Landschaften, aber die sind dann halt wirklich super flach. Und hier ist halt auch bei diesen Flachlandschaften immer mal ein bisschen Abwechslung drin, was es halt wesentlich realistischer macht. Wesentlich authentischer, angenehmer, whatever. So, dann wollen wir mal unser Leiden erlösen. Und beenden damit unser Let's Play. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, Carpeten, let's go!